Was, by the way, neu ist und was richtig beschissen ist, das habe ich gerade auf Twitter gesehen. Und zwar vom guten Mocky. Ich zeige das einmal ganz fix. Hier. Einfach in FIFA 22 kriegen echte Fußballer nicht mehr ihre 99er-Karten. Ultra wack. Also, dass die denen ihre drei Icons wegnehmen, kann ich sogar so ein bisschen verstehen, bin ich ehrlich zu euch, weil das war schon heavy, weil sich die ganzen echten Fußballer dann halt einfach immer R9, Hüllit und Vieira gesnackt haben oder R9, Hüllit und Pelé, keine Ahnung. Und das war halt schon ein mieser Vorteil, weil ja auch der ein oder andere Fußballer letztes Jahr Top 100 erreicht hat und die ADA halt immer so sagt, ja, wir wollen aber gleich einen Wettbewerb. Das kann ich verstehen, wenn die sagen würden, yo, wir wollen den Wettbewerb ein bisschen mehr regulieren und deshalb nehmen wir die drei Icons raus. Dass die Pro-Karten weg sind, finde ich aber richtig schade. Das finde ich richtig schade. Weil ich finde, Chat, es gab kein geileres Gefühl, als wenn du einmal gefühlt alle 500 Schaltjahre, bei mir war es ein bisschen häufiger gegen Karius, Grüße, wenn du dann gegen einen echten Fußballer in der Weekend League gespielt hast und du einfach nur im Loading-Screen diese 99er Pro-Player-Karte gesehen hast. Das war so ein geiles Feeling, weil du wusstest, ja, weil es diese Karte nur einmal gab, das muss jetzt gerade der echte Fußballer sein, gegen den du spielst. Das war so ein geiles Gefühl. Man hat so reingeschwitzt und man hat sich so gefreut. Guck mal, alleine was für Stories bei mir im Stream entstanden sind. Ich habe gegen Polter gespielt, danach mit dem bisschen auf Insta geschrieben. Ich habe gegen Ilas Bebou gespielt und den dadurch gerade nur kennengelernt. Das ist halt voll schade, ey.